Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, liebe Mitglieder der SPD, viele von Ihnen, ob Sie nun Eltern sind oder Großeltern, beschäftigt in diesen Tagen die Frage nach der Betreuung Ihrer Kinder und Enkel in den Kindertagesstätten unseres Landes. Als Ministerpräsident und Landesvorsitzender freue ich mich ganz besonders über Ihr Interesse, das Interesse vieler tausend Bürgerinnen und Bürger daran, dass wir in Brandenburg unsere gute Bildungs- und Betreuungslandschaft weiterentwickeln. Eben deshalb verfolgt die von mir geführte Landesregierung seit Jahren mit großem Nachdruck ein Ziel. Wir wollen erreichen, dass Brandenburg eines der familienfreundlichsten Länder überhaupt wird. Und wir sind auf diesem Wege gut vorangekommen. Bei uns in Brandenburg haben heute bereits 45% aller unter dreijährigen Kleinkinder einen Krippenplatz. Bei uns im Lande haben heute bereits 95% aller 3- bis 6-jährigen Kinder einen Kindergartenplatz. Und bei uns gibt es eine anspruchsvolle Hortbetreuung für Schulkinder bis zu 12 Jahren. Über 53% aller Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse werden nach dem Unterricht betreut. Damit liegt Brandenburg im Bundesvergleich an der Spitze. Der Beitrag, Familie und Beruf zu vereinbaren, ist unübersehbar. Hinzu kommt, wir haben in den letzten Jahren unsere Ausgaben für die frühkindliche Betreuung und für Bildung erhöht, während wir in anderen Politikbereichen und in der Verwaltung gespart haben. Damit haben wir in der Regierung eindeutig sozialdemokratische Schwerpunkte gesetzt. Als Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender freue ich mich über diese Erfolge, aber ich bin noch längst nicht zufrieden. Auch ich teile die Wünsche derjenigen, die sich für eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung unserer Kitas einsetzen. Und ich teile auch die Wünsche derer, die für kleinere Gruppengrößen in unseren Kitas sind. Alle diese Anliegen sind richtig. Sie sind berechtigt und legitim. Ich bin fest entschlossen, Schritt für Schritt und Stück für Stück daran zu arbeiten, unsere Kitas und Bildungseinrichtungen weiter zu verbessern. Ich weiß, worum es hier geht. Und als dreifacher Vater verstehe ich die Wünsche der Betroffenen sehr gut. Ich höre ihnen zu und ich nehme sie ernst. Aber wir werden nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen können und seien sie noch so berechtigt. Die letzten 20 Jahre haben Brandenburg und seinen Menschen viel abverlangt. Das Land hat Kredite aufgenommen, um so modern dazustehen, wie es heute ist. Erst in den Jahren 2007 und 2008 ist es meiner Regierung erstmals in der Geschichte des Landes gelungen, keine neuen Schulden mehr zu machen. Wir haben ausgeglichene Landeshaushalte vorgelegt, und zwar gerade auch aus Verantwortung vor unseren Kindern und Enkeln. Denn eines dürfen wir nicht tun: unseren Kindern, die heute unsere Kitas und Schulen besuchen, einen riesigen Schuldenberg hinterlassen. Ein Schuldenberg, den sie dann später nicht mehr bewältigen können. Das darf nicht geschehen. Und so bitte ich Sie herzlich, lassen Sie uns den eingeschlagenen Weg des Augenmaßes gemeinsam fortsetzen. Wir werden die Investitionen für unsere Kitas weiter erhöhen, aber lassen Sie uns dabei Schritt für Schritt vorangehen. Und lassen Sie uns nichts tun, was den heute Jungen später als tonnenschwere finanzielle Last auf die Füße fallen wird. Für diesen Kurs der Vernunft stehe ich als Ihr Ministerpräsident und als Spitzenkandidat der SPD bei den Landtagswahlen am 27. September. Vielen Dank.